Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ein Farmrundgang. Wie ihr im Hintergrund seht, es hat geregnet. Heute ist Donnerstag und wer den Kanal richtig verfolgt hat, wird sehen, am Sonntag waren wir ja fertig hier mit dem Betonarbeiten für die Bodenplatte von meinem Fürstenquell. Und da sagte ich schon, 100% Regenwahrscheinlichkeit haben sie angekündigt, es kommt Regen, deckt die Bodenplatte ab. So, dann waren sie um 8 Uhr dann nochmal wieder rausgesprungen, weil es dann anfing zu jetzt gewittern dann da, weißt du, und dann mussten sie abdecken um 8 Uhr, wenn es schon dunkel war. Ich sagte vorher schon, macht es zu. Ist nichts passiert mit der Bodenplatte, alles gut dann da, ne? Aber ich will sagen, seitdem haben wir einen schönen Landregen. Das heißt, also es hat jetzt seit 4 Tagen so schön eigentlich durchgeregnet. Ab und zu mal trocken, jetzt so wie jetzt dann da, ne? Und jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit, wenn es trocken ist, und wandern mal hier über die Farm ohne die Hunde. Adolf hat seine Füße wieder kaputt mit den Pfoten. Ganz rot wieder entzündet vom viel Feuchtigkeit, viel auch von den Bakterien, weißt du, von den Algen auch, denke ich mir auch, weißt du, ist ja alles hier voll jetzt, ne? Der ganze Boden ist ja alles hier mit den Algen da, und ich denke auch, dass es bei ihm dann immer diese Entzündung gibt dann da. Es ist gerade wirklich, es ist eine ganz, ja, für die Hunde auch eine blöde Zeit, feucht, immer feucht dann da, ne? Und dann sind die Pfoten beim Adolf vor allen Dingen entzündet dann da. Ne? Jetzt lassen wir den noch drin, er ist auch am Schimpfen, er will mitkommen. Aber machen wir nicht, er muss seine Pfoten trocken haben, möglichst dann. Ne? Und deswegen laufen wir heute mal dann ohne die drei kleinen Racker. So, auf geht's. Ja, ich sehe gerade hier von der Kamera, jetzt war gerade wieder nicht aus. Ne? Die Kamera läuft dann weiter, also mit dem Einschaltknopf hier, der ist immer noch nicht in Ordnung. Also, ja gut, ich arbeite noch mit der Kamera, aber es ist nicht der wahre Jakob. So, jetzt pass auf. Hier Wasser. Es hat gut geregnet. Es gab einen Wasseraustausch. Man sieht es auch an dem Wasser. Es ist jetzt viel sauberer, nicht mehr so sandig, weil doch eine ganze Menge durch den Kanal vorne reinkam und hier rein. Und wenn es voll ist, läuft es da raus. Und das wollte ich ja haben. Bevor wir losgehen und Neubesatz an Fische kaufen, habe ich gesagt, will ich erst den Teich voll haben, Wasseraustausch, und dann, wenn frisches Wasser drin ist, dann können wir los und dann Fische kaufen. Und das werden wir demnächst in diesem Theater dann auch noch machen. Fahren wir dann hier zu dem Fischhändler, wo wir schon mal waren, da, ne? In... Hallo, Schwadika. Guten Morgen. In Pankon, wo wir schon mal waren, habe ich auch schon mal jetzt ein Video von gemacht, das war aber im Sommer. Und da sagte ich, nein, wir können keine Fische einsetzen, wegen Niedrigwasserstand, kein Sauerstoff drin und. Aber jetzt geht's los. So, jetzt pass auf, Wasser läuft. So wollte ich es haben, siehst du, also hier, Der Überlauf. So, und dann gibt es einen Wasseraustausch. Es läuft schön. Lass laufen. Ich sagte schon, also wir hatten einen schönen Landregen. Also dieses Unwetterartige, wie ich ja letztes Jahr schon gezeigt habe, da, ne, dass hier dann, weißt du, da so ne, Wasserfall kommt da. Das hatten wir jetzt nicht. Ne? Also wirklich einen schönen durchdringenden Regen, der also dann wirklich den Boden wirklich dann also durchdrängt, ne? Und das war jetzt wirklich, wirklich nötig bei uns, muss ich echt sagen. Also, Gott sei Dank, wir haben Wasser. Das heißt also, heute ist Donnerstag, der 3. August. Jetzt musst du dir mal vorstellen, also wir hatten letztes Jahr im März, waren die Teiche schon voll. Jetzt erst im August sind die Teiche voll wieder. Was für ein Unterschied, ne? Vom Wasser. Aber jetzt haben wir Wasser da. Natürlich, es wächst alles wie Sau, das ist klar. Ne? Das heißt jetzt, schneiden, 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 schneiden. Immer der Freischneider raus da
Ach, das wäre jetzt was für Adolf gewesen jetzt hier. Oh, alle Bananen kaputt machen jetzt hier. Oh, ho, 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 ho. Aber, ne, guck mal, es ist ja alles matschig, patschenass dann an. Die Pfote wird gar nicht mehr trocken. Na, waren das die Kleinen vom Thomas, die Thomas letztes Mal hatte? Nee, sind andere Vögel. Sind andere hier. Kleine Spatzen hier. Die hast du jetzt gesehen? Die hast du gesehen? Mhm. Wo ist denn der Kopf? Ja. Ja. Ah, da hinten. Ja. Jetzt haut's an. Schön, jetzt kommt Regen. Ah, ganz geil sein. Ah, jetzt haut's ab. Schon weg. Misslich. Fängt wieder an zu regnen. So, also. Seerosen wachsen jetzt wirklich sehr gut, ne, muss ich sagen. Wo hier keine Fische mehr drin sind, wachsen die jetzt wirklich wie verrückt. Weil die Fische natürlich, die fressen das auch alle weg. Ne? Die ganzen Seerosen. So. Jetzt hast du hier schön Seerosenteich hier. Oh, jetzt fehlt noch ein Boot, Porn. Wir brauchen noch ein Boot hier. Können wir Tour machen? Schön. Aber Teich ist voll. Teich 2, ne? Teich 2. Wo wir ja hier ein paar Mal durchgegangen sind mit Lee und Volper da. War eigentlich Papa auch noch dabei? Ja, ne? Ja, der Papa war auch dabei. Hier haben wir den Teich gut leer gemacht hier, ne? Mit Fische. Und ja, jetzt kann wieder Fische rein dann. Ne? Aber wir machen die meisten wieder jetzt vorne rein, weil der trocknet nicht aus. Teich 2, der kann also schon mal austrocknen dann im April wieder so. Ne? Und aber hier machen wir auch welche rein, aber halt nicht so viel dann da. Ne? So. Aber er ist voll. Du siehst es hier auch wieder hier, Überlauf. Überlauf läuft. Ich habe vorhin noch so ein Sicherheitsnetz noch mal reingelegt hier. Ja, das bringt auch nichts, aber ist halt mal drin. Hier sehe ich keine Fische drin. Aber wenn wir jetzt welche reinsetzen, dann müssen wir schon gucken, dass wir das hier richtig dicht machen. Dann, dass da ein feines Netz hinten kommt hier. Ja, ein feines Netz ist drin, aber muss auch dicht sein, nicht klar. Ne? Muss auch dicht sein. Ne? Na gut, also Teich 2 voll. So, jetzt Teich 3. Da wisst ihr noch, wo kommen denn die ganzen Schnecken hier, die Toten her? Was ist das denn hier für ein Friedhof? Das heißt, hier war eine Schildkröte oder zwei oder drei und hatten hier ihren Mittagstisch. Also wir haben hier noch die Schildkröten drin, nur du siehst sie halt hier nicht, ne? Du siehst sie hier nicht. Und die sind ja hier auch gerne dann in dem Gestrüpp hier auch dann drin, wie weißt du, vom Teich dann da, ne? Und da lassen wir noch drin. Wir haben eh zu viel Schnecken, viel zu viel. Da lass sie drin, da könntest du dann fressen hier. So, Teich 2 auch voll, läuft schön über, läuft im Teich 3 rein, auch voll. La, 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 la. Wann haben wir letzte Farmrundgang gemacht, Born? Ich glaube auch, du schon lange her. Also, ich weiß selber nicht mehr, wann wir das gemacht haben, 4-6 Wochen her. Da war gerade der erste Regen und dann war doch hier alles voll mit dem ganzen Unkraut hier. Ne? Das war ja richtig hochgeschossen innerhalb von ein paar Tagen dann da. Ne? Jetzt, Teich 3 auch voll. Der Felsen hier ist weg. Hier lag der dicke Felsen. Wird immer noch, aber siehst du es nicht mehr. Der ist jetzt auch dann bedeckt hier und ja, das Gestrüpp wächst immer noch, ist klar. Hier kommen keine Fische rein. Das ist nur als Überlauf hier, weil der trocknet aus und hier kannst du keine reinsetzen hier. Ne?
das wird nichts gehen da. Und der ist halt Überlauf dann da, nochmal Sicherung, wenn dann nochmal Fische rauskommen würden aus dem Teich 2, dann kannst du dann hier im Sommer die dann wieder rausfischen. Dann. Also, und da ist ja auch nochmal ein anderer Überlauf. Wir haben ja hier noch einen Überlauf drin hier. Den hatten wir noch gemacht hier, nochmal als Not, dass uns das nicht mehr passiert, so wie letztes Jahr. Da sind ja die Fische dann, warte mal, zurück. Da sind wir ja dann, die Fische waren ja dann hinten raus, dann da auch dann, da raus. So, das sollte ja nicht sein. Ne, die sind hier raus, genau, die waren hier raus, über die Mauer da. Das andere war am Teich 2, zeige ich gleich noch. So, ist ja da rausgegangen. Ne? Dann haben wir die Mauer nochmal jetzt gemacht hier. Und den Überlauf, der wo dann wirklich dann nur arbeitet, wenn es wirklich jetzt nochmal ein Unwetter gibt, ne? Dass der dann da auch nochmal ablaufen kann, wenn es der hier nicht mehr schluckt, der dann. So, Überlauf, Teich 3 und dann läuft das ganze Wasser auf das Reisfeld hier. Nachbar wartet schon auf das Wasser kommt und dann macht er hier Reis rein. Aber er musste erstmal warten, bis Wasser kommt. Ne? Dann geben wir ihm das jetzt Wasser. Wir sind ja natürlich auch froh, dass er Wasser bekommt. Weil wir müssen ja das Wasser irgendwo hin. Das ist ja unser jetzt Kreislauf. Ihr wisst ja, von vorne, wir haben ja die ganzen zwei jetzt Kanäle. Einmal links vom Haus, einmal rechts vom Haus. Und das ganze Wasser, was vom Hof und was vom Grundstück dann da oben drüber noch kommt, läuft ja alles hier über die Teiche weg. Dann. Ja. Und das ist dieser andere Überlauf. Der, wo dann zur Not nochmal schlucken kann. Schön, alles voll. So soll es sein. Bei dem Wetter ist natürlich Schlangenzeit. Ne? Jetzt kommen die Schlangen, fühlen sich richtig wohl bei so einem Wetter. Muss natürlich ein bisschen Obacht geben, ne? Dass man nicht eine Schlange auf den Schwanz tritt hier. Aber normal spüren die das ja, weiß, wenn ich da komme mit meinen Füßen hier, stopp, 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 ne? Das hören die ja alles. Hören nicht, das spüren die ja. Ne? Und dann sind die sowieso weg. Ne? So. Ach, da steht die Pumpe. Ach, das Dächle. Das Dächle, ja. Erfüllt seinen Zweck, wie man sieht. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Hat der Uwe schön gemacht. Ja, 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 ja. Prima, prima. Und angetüttelt hier. Sturmsicher. Der kann nicht wegfliegen. Ne? Wo soll der hin? Aber er steht dann nochmal da. Schön. Das gleich mitnehmen für die Vögel. Ja. Freuen die sich wieder. Teich 2, die andere Ecke nochmal. Ich wollte euch noch zeigen hier den Überlauf, den wir hier auch noch gemacht haben. Was ist jetzt schon wieder? Ach, vor, wir wollen Schlange sehen. Schlange wollen wir sehen. Oh, guck mal. Ein Fettsack. Vorhin willst du mit dem etwa essen? Ja. Den essen? Ja. Guck. Guck. Oh, heute Kochstudio. Ey, geil. Ist das Leben nicht schön im Isan? Ne? Eben mal so zack und losgehen und Mittagessen mitnehmen. Ach, ist das schön. Ja, auch dieser Überlauf ist ja nur zur Not. Ne? Nun, da hatten wir ja das Thema, dass uns die Fische dann hier auf der Seite... Guck, ach, du hast aber auch ein Glück, du Frosch, du ehrlich, du kommst im weltbesten Pornpandas Kochstudio auf den... Patkapaukop. Oh, Patkapaukop, oh, ist das lecker, du, oh. Ja, Froschi, da hast du natürlich Pech gehabt hier. Und freut sich. Ach, ist das Leben schön, in Isandu, ach, herrlich, herrlich. So, also, die kannst du mitnehmen dann hier für die Vögel, hier muss sowieso Freigeld sein. Wenn das Wasser kommt, ne? Muss sowieso frei sein, können wir gleich noch abpacken hier. Ja, einer ist ein bisschen wenig, gell? Ich will ja auch einen haben hier. Ja, ja. Also, Frosch schmeckt überraschend gut, ne? Muss ich sagen. Ne? Also wir hatten ja auch schon, hast gemacht, 6 Frösche, ne? 6 Frösche. Im Kochstudio muss man gucken. Also, ne, ich sehe jetzt hier keinen mehr. Ach, ich schweife schon wieder vom Thema, ehrlich, doch schlimm. Überlauf, ne? Zack, Notüberlauf, das, wenn
ein Unwetter kommt, dass hier das Wasser noch mal raus kann. Und dann läuft das Wasser da raus und geht dann auch wieder zack durch den Dschungel in Teich 3. Herrlich, herrlich. Und das hatten wir letztes Jahr, dass uns die Fische dann, als es hier so voll war, über die Mauer dann da raus, zack, und hier waren die ganzen Fische da und im Teich 3 rein und dann drüber weg durch den Teich 3 auf das Reisfeld rauf und nächsten Tag waren die Nachbarn dann da und haben die Fische ausgesucht. Meine Fische verloren. Vorne hat gesagt, das sind meine Fische, gib meinen Fisch her. Sagt der Nachbar, nee, das sind meine. Nein, gab's nicht, aber kannst nichts machen, wenn die Fische weg sind. Beim Nachbar auf dem Grundstück ist weg, ist klar. So. Und das wollten wir ja nicht mehr haben, deswegen haben wir alles gesagt. Natürlich! Vom Farang sein Grundstück, seine Fische, die schmecken am allerbesten. Wenn jetzt läuft's, ne, hier mit diesem Wein. Diese Dinger hier, die treiben jetzt auch aus, ne? Oh, du, guck dir mal die Haken an, guck dir mal diese Scheißhaken an. So. Das sind so, oh, guck mal hier, das hängt auch, das ist dermaßen spitz, ne? So, das geht dann rüber hier, das sind solche langen Dinger. Und die reißen dir das Bein auf da, der hängt an den Klamotten fest. Ich sagte schon, den scheiß Wein raus. Nein, sagt Paul, das bringt Geld. Ein Strunk, 2 Watt, aber natürlich gestripselt, ne? Das heißt alles abhacken, schälen, und dann kriegst du 2 Watt für einen Scheißding dann, na, ehrlich du. Ich dachte schon, weg mit dem Scheiß, ehrlich du. Für Vögel, oh ja. Ah, ich bin schon wieder verliebt. Hat sie den Frosch in der Hand noch? Schön, schön, meine Frau. Dieter, komm. Ist das schön. Dieter, komm, die Katze, komm. Ja. Dann, die Katze bleiben hier. Ja. Die Ella, die Kila, die Boy, Taschenlampe mit in Ohren. Die Katze? Nein, die. Wo sind die? Das tolle Nest. Ja, Thomas, siehst du, hier haben wir auch noch eins hier. Mit den Wespen, guck mal. Ah, schön, oder? Bringt Glück, sagen sie. Gott, das schlecht aufnehmen im Baum drin hier. Ja, so passt am besten, oder? Schön. So, jetzt pass auf, Standort an der Mauer. Teich 3 ganz hinten, wo wir da die 100 Meter Mauer mitgebaut haben. Auch so viele Moskito hier. da habe ich ja noch mal so einen Graben gemacht hier, ne? Ja, dass das Wasser nicht an die Mauer kommt. Und das funktioniert auch. Das läuft auch weiter runter hier. Passt. Ja. Ja, läuft. Wichtig war nur, der Kopf nicht hier, ne? An die Mauer hin. Am Anfang kam es ja bis da hinten hin, da hat sie alles dann unterspült, ne? Das sollte auch nicht sein. Gut. Was ist? Guck mal deine Bombe. Nee, ich guck lieber dein Mittagessen an. Herrlich, herrlich, herrlich. Meine Bambus. Ja. Der wächst. Ja, wächst. Ja, da haben wir einen auch schon jetzt komplett weg. Ne? Einen haben wir schon komplett weg. Ja. Von den riesen Dingern hier. Bitte Frosch, besser schmecken als im Restaurant, wo wir letztes Mal waren? Ja. Das glaube ich dir gleich, mein Schatz. Ach, was für ein Bild, ich bin begeistert. Nein, ich wollte noch was zeigen. Was macht dein Deich, Uwe? Jo, ne, also jo. Moin, wo geht, ne, Alklo. Wir waren sie noch am Abgraben für die Bodenplatte. Ne, haben sie ja noch Material jetzt geholt. So, und das läuft in der Tat, wie ich das gesagt habe.
muss man mal schwenken. Also das, was von oben runterkommt hier alles hier, ne? Sammelt sich ja hier. Und am Anfang war es ja so, es lief ja dann weiter. Dann quer durch unseren Grundstück wieder und dann hinten raus dann, dann so. Und das wollte ich auch nicht mehr haben, frisst ja auch zu viel vom Boden weg, ne? Deswegen haben wir den Deich hin. Und das Wasser läuft dann in der Tat, wie ich es sagte, hier unten lang. Ne? Da unten zack durch und weg. Schön. So wollte ich es haben und so funktioniert es. So, dann hast du dann hier schon mal die Hälfte vom Wasser weg, was hier normalerweise hier übers Grundstück lief, ne, was da gar nicht nötig war. So. Ach ja, Hunde sind ja nicht da. Ja, kann man mal gucken. So. Bleibst du stehen? Ja, bleib stehen. Schön. So. Wir können auch mal putzen, ja? Wir putzen. Wenn wir putzen, also die Wasser kommt hierher. Die Wasser müssen gerade. Oder? Hast auch recht. Lass uns gleich genau da. Hast recht, mein Schatz. Gar nicht sauber machen. Gar nicht sauber machen. Genau. Hier hinten, hier ist sowieso eine Sackgasse. Hier ist sowieso. Hier fährt kein Auto lang hier, ne? An die tote Grundstück hier, an die tote Straße hier, ne? Ist hier nur von den Nachbarn hier ihre Schweinestall, Hühnerstall, was sie haben hier. Ne? Und totes Grundstück eigentlich hier, tote Straße. Ne? Aber egal, wir haben das Wasser raus, es funktioniert. Jo, wir verputzen kann es auch mal, jo. Nee, kein Bock. Was meinst du, was jetzt wieder kostet? Ja, ja, komm, hör auf. Nein, 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 das machen wir nicht. Das sieht schön aus, gell, mein Schatz? Das sieht herrlich aus. So, gut, den haben wir nochmal hin jetzt gemacht wegen der Hunde. Wegen dem Deich, weil die dann da wieder drauf standen und dann konnten die da wieder rüber. So, deswegen haben wir da nochmal den Sitzschutz nochmal hin jetzt gemacht. Ne? Ja. So, das war von dem Wasser, ne? alles was runterkommt, alles. Ne? Ich sagte schon, also wir haben kein gerades Grundstück, wir haben alles Hanglage, ne? Und das Wasser läuft. Hier steht nichts. Ne? So. Ach, hier mein Fürstenquelle. Ach ja, ja, ja. Bodenplatte. Bodenplatte update. Nee, machen wir nicht heute. Nö. Das machen wir heute nicht. Nein. Was natürlich jetzt hast du in der Regenzeit, ne? Sagte ich aber auch schon in einem anderen Video mit diesen Algen. So. Da kam auch schon Frage, Uwe, was kann man machen gegen die Algen? Ich habe schon probiert, weil es damit so da. Bringt nichts. Dann Hochdruckreiniger kannst du probieren, damit machst du aber deinen Asphalt noch mehr kaputt. Nicht Asphalt, die Beton. Machst damit noch mehr jetzt kaputt. Das, was hilft, ist, hier war komplett grün hier. Ne? Hier, ein Stück war. So wie hier auch. Und ich laufe jetzt immer hier. Besen, einen harten Besen und richtig schrubben. Und mit Gartenschlauch dann abspritzen, also schrubben und abspritzen, ne? Und viel Arbeit, ne? da läuft der Schweiß, richtig drücken, richtig kämpfen, dann kriegst du es weg, ne? Aber hält auch nicht für immer, ist auch klar, da muss auch regelmäßig bei dann, ne? Aber hier war alles grün, ne? Richtig so wie da, ganz rutschig hier, ne? Und das ist rutschig, ehrlich, das ist rutschig, ne? Ganz rutschig dann da, ne? Besen und schrubben und oder ein Küchenschrubber, weil du hier kein mit Besen kriegst dann da, ne? Und das ist rutschig wie die Sau alles dann da, ne? Das ist das, was wirklich hilft. Tja, Regenzeit halt, ne? Ja, Pflanzen wachsen alle jetzt, ne? Das ist für die Pflanzen jetzt die ideale Zeit hier, ne? Um die 30 Grad Regen mehr als genug. Alle Pflanzen wachsen. Hier war ja auch neu der hier. Ja. Wie schön die da so kommen hier. Das ist auch was für die Vögel hier, sagt Korn. Das fressen die Vögel gern hier. Ja, aber das, was alles jetzt in dem Klima jetzt wirklich wächst wie die Saune. Ja. Also Mangozeit
die leckeren gelben, das ist hier rum. Wir haben also da zum Essen hier keine mehr. Was noch ist, wir haben hinten noch so grüne Sorte, ne? Die für Papaya Pokpokor oder was, ne? Für Papaya Salat. Das, die haben wir noch da, aber sonst die leckeren gelben kommen jetzt nicht mehr. Das ist jetzt aus. Wir haben meine Mangozeit ist jetzt rum. Oh, schade wie auch. Was macht denn unsere große Banane? Steht die noch? Oh ja, komm gucken. Komm gucken. Diese andere Banane. Aha. Ach, da ist noch eine andere wieder. Ja, da ist noch eine andere Sorte wieder. Das ist noch eine andere Sorte. Geh mal, Mama, guck mal. Sieht aus wie so eine Muschel, ne? Nee, kann. Mit so viel Finger? Ah, 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 ah. Bananen geht immer. Bananen hast du das ganze Jahr hier in Thailand. Dieses Jahr hast du viel. Das ist nicht das Thema, ne? Aber wieso? Ich habe so einen Vogel essen. Die da hinten. Ja. Kam in Vogel so viel, dann ich kann ich gibt eine Banane für Vogel. Ach so, weil dann die Wespen kommen. Ja, dann musst du halt weniger als die Banane geben. Nur nein, ein, zwei Stück. Nur eine. Ne? Dass die dann. Da hängt auch noch einer, das andere Baum. Diesen hohlen Kreuz. Sind wir denn da? Gegen Licht immer schlecht. Ja. Den Mangobaum kennt ihr noch? Wo sind denn hier die Bienen, Uwe? Ja, wenn keiner da ist zum Aufpassen, dann fällt es runter. Also, die Bienen waren ja weg und die Wampe waren dann jetzt hier verwaist. Keiner hat darauf aufgepasst. Dann Regen, viel Regen, Wasser und vollgesaugt und zack, kaputt. Fällt runter. Ja. Tot. Aber gut, das war ja eh schon tot. Ob die wiederkommen? Keine Ahnung, ich denke nicht, dass sie hier auf dem Platz wiederkommen. Ne? Gut, ein bisschen abgestützt hier, ein bisschen nah getüttelt da. Auch Tor. Boah, und da sind sie wieder hier, die dicken Wespen hier. Die sind auch schon drin hier. Also ist noch da, das ist die Urbanane. Mit 1000 Kerne im Fruchtfleisch drin, mit 1000 Samen im Fruchtfleisch drin. Also das ist ja die Urbanane. Und alle anderen sind von dieser Banane dann jetzt gezüchtet. Ne? Und diese bekommt auch keine Ableger unten. Wenn die fertig ist, stirbt die ab und ist dann tot. Also wenn die Frucht fertig ist, die kannst du also dann nur mit Samen dann wieder neue ziehen. Ne? Da musst du also dann die Samen nehmen, ein Töpfchen oder was. Ne? Und dann kannst du dann da neue ziehen. Ja, warum die keine Ableger bekommt, keine Ahnung. Das wird wohl von der Natur so vorgesehen sein, dass die dann wohl da runterfällt. Hoppala, dass die da runterfällt und dann da neue kriegt. Ne? Ja. Rote Banane, nicht gesund. Wieso ist die nicht gesund? Mal gucken, kriegst du drauf. Ja. Ja, da. Rote Banane. Heißt aber nur von außen rot. Von innen ist sie gleich. Hoppala. So. Von innen ist sie dann von der Farbe gleich, aber süß, ne? Ist eine ganz süße Sorte. Kleines Update nochmal zu diesem Pilzgift, was wir da ja mal gekauft haben gegen die roten Palmrüssler und gegen andere Schädlinge, die wo auch dann die Kokospalme befallen. Sehr gut, muss ich echt sagen, sehr gut.
seitdem wir das jetzt spritzen da, ne, also wirklich kommt sauber, ne, und scheinbar sind die Schädlinge wirklich dadurch bekämpft, ne, also sieht gut aus. Ach, dein Durian, da haben wir auch lange nichts mehr von jetzt gehört, gell, von deinem Durian hier. Aha, er hat wohl die Sommermonate überlebt, du, hä? Sieht doch gut aus, dass eine neue Triebe jetzt kommt in der Regenzeit. Sieht doch aus, oder? Hä? Da haben wir, den habe ich ja keine Chance gegeben. Den habe ich ja absolut auch schon vergessen, ehrlich. Aber nein, er kommt. Der erste, ne? Der, wo es jetzt überlebt hat. Ja. Muss ich sagen. Ja, schon, wir hatten schon wirklich so viele. Alle tot. Jetzt hat Born aber anders gemacht, auch so einen Hügel so, ne? Und den dann jetzt da rein. Scheinbar bringt das wirklich was. Ne? Ob der kommt? Abwarten. Ja, Banane, ne? Das ist nicht das Thema bei uns. Genug. Alle Sorten. Die Mutter, wie das sehen Sie? Ach so, hier die. Fünf Stück auf dem Platz hier. Ja. Fünf Stück, ja. Ja, da hängt auch noch einer dran hier. Ja. Also. Der eine, die sind neu. Alles die Ableger dann, wenn du eine Mutterpflanze hast, dann da die Sache, ne? Das sind die Ableger, dann hast du irgendwann hast mal richtigen Busch hier. Ne? Durch denn wieder. Neuner, sagte ich schon, keine dies Jahr. Kein einzigen Neuner-Apfel. Ja. Das war also dies Jahr gar nichts. Obwohl vorne auch der jetzt gespritzt hat hier. Wir haben die alle gestutzt. Ne? Wasser kam sogar einmal im Trockenzeit, hat es auch einmal geregnet. Also dies Jahr überhaupt nichts. Aber nicht nur jetzt bei uns, im ganzen Dorf, ne? Gar nichts, ne? Nix. Die Ernte ist komplett ausgefallen. Ach, hier ist noch einer. Da, ne, ne, nur ein kleiner hier, kleiner. Nicht gut. Nee. Guck mal hier. Die müssen ja normalerweise richtig groß sein. Das sind faustgroße Früchte. Ne? Aber so, das ist nichts, gell? Das ist nichts, ne? Das ist nichts. Ne? Das kann alles Hase geben hier, ne? Das ist alles nichts. Die Zeit ist auch schon rum. Normalerweise im Juli ist die Erntezeit. Also schon vorbei. Ne? Was da kommt, das ist alles nichts. Vorbei. Hui, der Hanni hat aber geklickt. Was hast du wieder gemacht? Meine Papaya. Ach, habe Glück. Nicht so. Nicht schön. Dann haben wir noch hier Brotfruchtbaum. Brotfruchtbaum. So heißt er. Kommt. Ja, ja. Naja. Ob das alles so noch richtig ist. Am besten wir kaufen nochmal einen neuen, ne? Horn. Nochmal einen schönen, nochmal kaufen. Ne? Da! Da ist schon noch ein. Einer ist noch. Also so groß sollen sie sein. Mindestens. Mehr groß. Oder noch mehr groß. Ne? Also das ist eigentlich schon jetzt ein kleiner. Die werden richtig faustgroß werden. Die. Einen hast du noch. Na gut. Also, dann würde ich sagen, war es das für heute. Schöner Farmrundgang in der Regenzeit. Such zum Essen, was hier. Genau. Wo hast denn den Frosch jetzt? Da, war denn da. War denn da? Ja. Hast du schon Kopf ab? Nein, noch nicht. Er hüpft noch rum in der Küche. Ja, das ist schön. Also, dann wissen wir, was heute zum Mittag gibt. Das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Ja, wir sind alleine, ne? Also sind alle wieder weg, ne? Also, Lee ist wieder weg,
Boy. Boy ist weg, Malaika ist weg, wir sind wieder ganz alleine hier. Das war's für heute und tschüss, ciao. Und tschüss, Vögel heute auch ganz ruhig, guck mal da. Schwenk mal rum. Nein. Schwenk mal, einmal schwenken. Schwenk mal. Ganz ruhig heute.